Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Discover. Powered by Underdog von der Game Assembly und von Troglobyte Studios präsentiere ich Cadence. Ein Spiel, das zumindest vom Inhalt her musikalisch ist, wie man hier schön an diesen ganzen Noten sehen kann, im Logo schon und auch an der wundervollen Musik, die im Hintergrund erklingt. Ich mag ja solche Musik. Wir starten direkt mal in ein neues Spiel hinein. Wenn die Himmelskörper sich in einer bestimmten Konstellation zusammenstellen, dann wird das Siegel, das die Stille gefangen hält, geschwächt. Ein Musiker muss den Song of Sealing dann spielen, um die Stille gefangen zu halten. Du bist spät dran. Und hier laufen wir, das bin ich übrigens, der mit dem grünen Cape sagt einfach grün Käppchen zu mir. Grünkäppchen. Dort steht mein Notenständer mit den Noten, um den Song of Sealing zu spielen. Und da fiedel ich auch schon los, aber die Stille, die hier personifiziert im Hintergrund mit einem aus Lappen zusammengenähten Umhang erscheint, mich erschrickt und meinen Notenständer zerstört. Die fiese Stille. Und alle meine Notenblätter in alle Himmelsrichtungen verstreut werden. Übrigens scheine ich aus Holland zu sein, denn ich habe, zumindest sieht es so aus, hölzerne Schuhe an. Ich bewege mich mit WASD. Ich kann einen Melee-Angriff mit meinem starken Eichenbogen schlagen und einen Fernkampfangriff machen. Außerdem gibt es noch drei andere Sachen, die wir aber jetzt noch nicht bedienen können. Rubato Road, da bin ich und es sieht wirklich sehr nett aus. Wir sehen, das ist so ein bisschen Top-Down-mäßig. Zack. Und die Musik ist wirklich super. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir denn hier oben? Ah, da können wir nicht hochlaufen. Ich kann nicht glauben, dass es spät war. Ich habe den Song of Sealing nicht spielen können. Und jetzt läuft die Stille frei herum. Man sagt dazu übrigens Allegorie. Sowas wie auch Justitia zum Beispiel. Die Personifizierung der Gerechtigkeit. Irgendeines abstrakten Begriffes. Huch! Minions of the Silence, they're ready here. Oh, da hier, das sind die ersten. So still sind die gar nicht, würde ich sagen. Das geht hier ganz gut ab. So. Aber nichts gegen unseren Eichenbogen. Wir haben ihn schön mit Kolophonium bestrichen. Da tut's doppelt weh. Und wir machen mal nebenher auch den gesamten Marktstand kaputt. Sieht sehr schön aus. Wurde sehr schön gemodelt. Sehr schön texturiert. Gefällt mir. So, ich glaube, wir können auch noch hier den... Ah ja, guck mal an. Das ist unser Fernkampfangriff. Erinnert mich ja so ein bisschen an A Bard's Tale. Oh, what? Jawoll, hier. Da kriegt ihr meine fiesen Töne zu hören. Einer wieder weg. Bam, 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 bam. Schön, diese Schreie dann. Oh, da sind ja noch mehr. Kommt her. Ihr hättet nicht geglaubt, dass ein Musiker so zuschlagen kann, nicht wahr? Ich wusste es. Oh, mir geht's gar nicht so gut. Jetzt geht's mir wieder gut. Hin und wieder lassen die hier auch so ein bisschen Health fallen. Kann ich jetzt weiter? Jawohl! Hier haben wir es geschafft. Inzwischen die... Ich bin so schwach mit ohne den Song of Sealing. Hoffentlich kann ich irgendwie die Notenblätter finden, die hier irgendwo verstreut rumliegen müssen. Das heißt, das wird unsere Aufgabe sein, die Notenblätter wiederzufinden. Kommt her, ihr fiesen Kreatur der Stille. Er will schon Stille haben. Naja, hin und wieder will ich schon Stille haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nicht, wenn sie die Musik verstummen lässt. Zumindest nicht die Musik, die hier im Hintergrund läuft. Und die ist wirklich gelungen. Ich frage mich, ob die extra komponiert wurde ob die irgendwoher genommen wurde. Das muss ich vielleicht nochmal in den Credits dann herausfinden. Oh, da habe ich den Blumentott umgehauen. Kommt her. Ich hau euch mit meinen Kadenzen kaputt. Eine Kadenz übrigens, könnte ich auch nochmal erklären. Das können wir jetzt in die Musiktheorie, während ich hier die Monster der Stille bekämpfe. Wie die schreien die ganze Zeit. Eine Kadenz
in der Musiktheorie ist eine Folge von Akkorden. Und zwar ist Musik ja aufgebaut in die erste, vierte, fünfte Stufe. Dann gibt es natürlich auch noch die anderen, weil es gibt ja 12 Töne in einer Oktave. Das heißt, es gibt 12 Töne insgesamt. Alles andere wiederholt sich. In der ganzen Musik gibt es so 12 Töne. Wer hätte das gedacht? Die erste, vierte und fünfte Stufe, das sind die wichtigsten Stufen in der Musik, könnte man so sagen. Denn sie beinhalten alle Töne einer Tonart. Und die Folge eben, 1, 4, 1, 5, 1 zum Beispiel, diese Folge nennt man dann Kadenz. Und es gibt, kommt her, ich brauche Help. Es gibt in der Musik mehrere Arten von Kadenzen. Mehrere Zusammenstellungen. Und die folgen bestimmten Regeln, denn unser Gehör, unser musikalisches Gehör, ist tatsächlich so aufgebaut, dass wir bestimmte Regeln intuitiv wahrnehmen. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann klingt es für uns schräg. Das hat sich auch geändert über die Zeit. Zum Beispiel im Mittelalter waren Quinten, also der Ton, der Grundton der Oktave und die fünfte, der fünfte Ton, wenn die in Parallelen verliefen, das heißt also, wenn man die einfach nur verschoben hat, wie auf dem Klavier oder so, wenn man im gleichen Abstand der Finger die Hand nach oben oder nach unten bewegt, dann klang das nicht gut. Und das wurde verboten von Johann Sebastian Bach zum Beispiel. Muss man sich mal vorstellen. In der Musik gibt es auch Verbote. Natürlich wurde das alles irgendwann wieder aufgehoben und alles, all diese Regeln gelten heute nicht mehr. Gerade Quintenverschiebungen, das, was ich vorhin gerade erwähnt habe, das passiert heute relativ häufig in populärer Musik. Weil heutzutage, in unserer heutigen Zeit, klingt das wieder irgendwie cool. Aber wir bewegen uns ja hier in so einer fast mittelalterlichen Welt. Insofern, hier dürfte eine Quintenverschiebung nicht gewollt sein. Obwohl das ja so ein bisschen Irish Music ist, was hier im Hintergrund erklingt. Und auch diese Musik übrigens könnte man auch sehr gut die verschiedenen Stufen heraushören. Denn bei den Irish Songs ist es auch oft so, dass die Stufen 1, 5 und 4 wirklich die Hauptstufen sind, die einen Song begleiten. Da kommt es nämlich eher auf die Melodie an, als auf die Harmonik. Oh, jetzt geht's mir aber nicht gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wuhu! Alter, die Kreaturen der Stille setzen mir zu. Ich häng fest. Ich geh mal ein bisschen auf Distanzkampf gerade. Puh, das ging ja gerade nochmal gut insgesamt. Aber es sieht wirklich schön aus, muss ich sagen. Haben sie nett gemodelt. Diese ganzen Blümchen hier überall. Ein tolles Dorf. Ah! Ein Glissando Accelerando. Das will ja mal was heißen. Glissando ist, wenn man bei der Geige zum Beispiel... Oh, hier kann ich die angreifen? Nee, kann ich nicht. Wenn man bei der Geige, ohne die Töne an sich zu greifen, nach oben geht, dann macht das so einen stufenlosen... So ein stufenloses Geräusch nach oben. Also... Sowas in der Richtung. Oh, wieso fallen die denn jetzt runter? Das ist doch total dämlich. Hier ist es gar nicht so leicht durchzukommen. Ja, ja, ich weiß, dass es mir nicht gut geht. Oh, und das jetzt hier kurz vor Ende. Jawoll. Komm, hier kriegst du nochmal einen mit meinem Eichenbogen drüber. Und ich glaube... Wir sind im nächsten Level. Find your way to Pianissimo Plaza. Also sehr schön, haben sie das gemacht hier. Auch diese ganzen Anspielungen an Musik. Muss ich ganz ehrlich gestehen, gefällt mir extrem gut. Macht Spaß, das anzusehen. Ich weiß zwar nicht, welche Frauen hier immer schreien. Aber sie scheinen ihren Spaß zu haben. Kommt her. Kreaturen der Finsternis. Ach nee, der Stille. So, man müsste einfach nur einen Verstärker erfinden. Sind das eigentlich Äpfel, was ich da aufsammle? Juhu!
geht's hier ab, ey. Macht Spaß. Also von der vom Bedienkonfort muss ich auch sagen, es ist alles sehr reaktionsschnell. Also man hat kein Gefühl von Trägheit oder so. Und das ist ja gerade bei solchen Spielen hier relativ wichtig. Ich frage mich, da gab es bestimmt Leute im Team, die in irgendeiner Form musikalisch bewandert sind. Das heißt, die vielleicht selbst ein Instrument spielen oder auch komponieren. Wer weiß. Könnte ich mir gut vorstellen. Wuhu, jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's ab. Ja, aufpassen. Alter Schwede. Ah, ich häng fest. Lastet die Fiedel erklingen und das Akkordeon. Oder ist es ein Bandonium? Ich weiß es nicht. Flieh nur. Keine Chance, kleiner Imp. Hier darf ich nicht rein. Ein C-Key. Auch sehr schön gemacht. Ist hier auch in diesem Abschnitt nochmal ein bisschen so die Musikterminologie mit reinspielt. Ein C-Schlüssel. Ist natürlich ein Begriff aus der Musik. Eigentlich könnte ich hier auch einfach so rumlaufen und der Musik ein bisschen lauschen. Nämlich sehr angenehm. I must find. Was haben wir hier? Noch ein C-Key. Da ist wieder so ein Notenblatt. Zwischendrin immer diese Schlagsounds aus wie aus einem Kung-Fu-Film. Oh, was ist denn hier los? There is the road to Sonata Street. Okay. Boah, das ist ja fies hier. Ich muss mal versuchen, hinter die zu kommen. Geht das? Oh, nee. Hier nicht. So, bisschen... Bisschen Health. Boah, wie viele kommen denn da noch? Aha, jetzt kann ich hinter diese Viecher hier steigen. Uah. So. Die erste Straßensperre habe ich mal aufgehoben. Uah. Wieso treffen die nicht? Dann eben so. So, ob man hier auch runterfallen kann. Erstmal noch gucken, was es hier noch so gibt. Huch. Ach, guck mal, ich kann hier mit inzwischen auch so dashen. Ich wusste gar nicht, dass ich das schon kann. Das wurde mir gar nicht gesagt. Nummer 1 ist weg. So, pass auf, jetzt dash ich mal. Ja, das hat ja gar nichts gebracht. Ich möchte bitte die Health-Sachen da aufsammeln. Kommt her. Wuhu! Geht's los. Ah, die machen mich alle. Wie immer gibt's dieses Spiel für Umme. Kostenlos herunterzuladen. Die Links sind in der Beschreibung oder auch auf der Sergeant Rumpel-Seite unter Freeware. Puh, anstrengend gerade. Genau, unter sergeantrumpel.de Freeware. Da gibt es auch einiges an anderen Spielen, die man sich auch angucken kann. Unter anderem dieses hier. Ein sehr, finde ich, sehr passendes Spiel. Ich mag das ja, wenn Spiele so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und eben Sachen aus anderen Bereichen auch zusammenbringen. Unlock the door under the bridge. Wir haben immer noch
keinen Schlüssel gefunden. Die Level sind gar nicht so klein hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist der Nether Key? Wieso ein Nether? Haut ab! Lass mich in Ruhe! Ich habe mal auch früher, habe ich ja irgendwann angefangen, so ein Kinderbuch zu schreiben. In dem ging es auch um die Banditonika. Das waren kleine Wesen, die die Musik geklaut haben. Und der Hauptcharakter war Baldo Bardenkind. Wie gesagt, es war ein Kinderbuch. Es war kein Buch für Erwachsene. War ganz bewusst eins für Kinder. Leider habe ich es nie zu Ende geschrieben. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Das würde hier auf jeden Fall auch dazu passen. Ah! Immer diese Fernkampfattacken. Schämst du dich denn gar nicht? Übrigens tut das ganz schön weh, wenn man mit so einem Geigenbogen verdroschen wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Da ist der C-Schlüssel. Der gar nicht aussieht wie ein C-Schlüssel, oder? Zumindest nicht wie den, den ich kenne. Naja, so ein bisschen vielleicht. Unten der Bereich, der Bart des Schlüssels. Wuhu! Und das andere? Ah ne, die sahen nur größer aus, weil die gerade weiter oben waren. So, der Bart teilt ganz schön aus. Dafür, dass er nur ein Violinist ist. So, hier raus. Unlocked! Sehr nice. Bestimmt gibt es hier ja noch einen Boss in irgendeiner Form. Aber vielleicht werde ich den gar nicht mehr zeigen, weil ich würde jetzt fast sagen, ich werde jetzt die... Die muss ich alle gar nicht mehr fertig machen unbedingt. Ich muss ja hier das Notenblatt finden. Genau, die Äpfel will ich ganz gerne nochmal haben. So, hier können wir ja rein. Wir haben den Schlüssel, wir haben das Notenblatt. Nummer 2 vom Song of Sealing. In Calanzo Colarco. I can now unleash a powerful sonata. Oh ja. Da rumpelt es aber wirklich. So. Was? Ich brauche den D-Key? Wo ist denn der verdammte D-Key jetzt? Wo war ich denn noch nicht? Hör mal. Hier sind noch irgendwie... irgendwelche... Where there is a will, there is a way. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ich glaube, das waren Deutsche, die das hier gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Spruch, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, ob es den im Englischen wirklich gibt. So, jetzt gucken wir noch mal uns hier noch ein bisschen um. Wir laufen ja im Endeffekt nur noch mal dieses Level ab und suchen den D-Key. Den D-Schlüssel. Schlüssel nennt man natürlich auch die Tonart, in der ein Stück verfasst ist. Und das wäre dann D. Wenn es groß geschrieben ist, dann D-Dur, dann klingt es freundlich, fröhlich. Und wenn nicht, wenn es klein geschrieben ist, dann bedeutet es D-Moll. Und dann bedeutet es Trauer. Oder Coolheit. So, da war der C-Schlüssel. Ja, Fuchs mir noch eins. Ich habe keine Ahnung, wo der verdammte D-Schlüssel ist. Wenn das super gut gemacht ist, das Spiel, dann müssten es tatsächlich 12 Schlüssel insgesamt sein. Oder vielleicht auch nur 8. So, sollen wir mal eine Powerful Sonata unleashen? Ja, Wollinger! Gott sei Dank können wir schräg schießen und die nicht. Ah. Na, Jungs? Ich glaube, da war aber auch kein D-Schlüssel dabei. Warte mal, aber ich glaube, ich kann hier weiterlaufen und das habe ich nicht gesehen. Kann das sein? Ah, guck an. Yes, ja. So, Powerful Sonata. Oh, Powerful Sonata kommt nicht bis ganz rüber. Schade. Nochmal. Nö, kommt nicht ganz rüber. Dann laufen wir mal hier rüber. Wuhu. Das geht nicht.
Aua, aua. So. I made it through. Hier ist der D-Key. Guck mal, hier, von hier aus könnte man vielleicht... Jawoll. Nein! What? Da war doch gerade irgendwas Großes, ne? Das wollte ich ja eigentlich nochmal sehen. Oh ja. Komm, den machen wir jetzt mal weg hier. Krieg ich hin. Vergiss es, du bist viel zu langsam für mich, weil ich spiele Allegro und du ein Andante. So sieht's nämlich aus. Da regeneriert sich mein Health Bar auf ein Fortissimo und wir können zack ins nächste Level. Zur Sonata Street. Hier werde ich dieses letztes Cover pausieren bzw. beenden und ich hoffe, ihr werdet dieses Spiel auch mal herunterladen und ausprobieren. Es lohnt sich. Bis dahin musikalische Grüße und einen wunderschönen Tag. Es grüßt Sergeant Rumpel. Tschüss. Jetzt aber wirklich. Bis zur nächsten Folge.